Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Dialog Erwachsenenbildung. Ich habe die Freude, Frau Kerstin Wolf begrüßen zu dürfen. Frau Kerstin Wolf studiert in Frankfurt und sie gehört zur Gruppe der Studierenden, also zu jener Gruppe, die im Moment noch etwas unterrepräsentiert sind im Vergleich zu den anderen. Und ich freue mich, dass der heutige Termin geklappt hat. Meine Einstiegsfrage ist durchaus naheliegend und klingt erstmal ganz einfach. Frau Wolf, wie sind Sie zum Studium der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung gekommen? Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Und mein Weg zum Studium hat ein bisschen länger gedauert, war vielleicht mit auch ein paar Umwegen verbunden. Und ich fange einfach mal nach dem Abitur an. Da habe ich einen Freiwilligendienst gemacht, weil ich mir selbst noch gar nicht so klar war, wo kann es eigentlich für mich hingehen? Was möchte ich gerne auch in meinem Leben beruflich machen? Und hatte da sehr, sehr viel Freude dran, habe auch in viele verschiedene soziale Bereiche durch diesen Freiwilligendienst reinschnuppern können und bin dann aber letztendlich doch in der Gastronomie gelandet und habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Und nach meiner Ausbildung dachte ich mir, das kann es halt irgendwie auch nicht gewesen sein. Also ich bin nach der Ausbildung noch ein paar Monate im Hotel geblieben, aber dachte mir, es muss ja irgendwie noch weitergehen oder es muss ja noch irgendwie was für mich geben. Und habe halt auch nicht so gesehen, dass ich mit meinen Stärken oder mit meinen Interessen so auf lange Sicht gesehen im Hotel eben glücklich bleibe oder in der Gastronomie. Und habe mich dann dazu entschieden, mich für ein Studium der Wirtschaftspädagogik zu bewerben, weil ich unter anderem während meiner Ausbildung auch als Ausbildungsbotschafterin tätig war. Das ist ein Projekt der IHK, wo Menschen, die in Ausbildung sind, junge Menschen davon überzeugen, indem sie in Schulen gehen und sagen, hey, ihr müsst alle Hotelfachfrau lernen, das ist der beste Beruf auf der Welt und es gibt nichts Besseres. Und habe dadurch eigentlich gemerkt, dass mir das echt viel Spaß macht, so vor Menschen zu stehen, vor Menschen zu sprechen, mein Wissen so ein bisschen zu teilen. Und habe mir dann überlegt, was könnte naheliegend sein, ja, Wirtschaftspädagogik und dann auch so in Richtung Berufsschullehramt. Und den Weg wollte ich dann ursprünglich einschlagen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Wirtschaftspädagogik, so wie es in Frankfurt gelehrt und konzipiert ist, eher ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ist mit einer thematischen Vertiefung in der Wirtschaftspädagogik und das mich sehr, sehr unglücklich gemacht hat, weil es einfach nicht das war, was ich mir vorgestellt habe und nicht das war, wo ich auch meine Interessen gesehen habe. Und ich habe einfach auch in manchen Dingen keinen Sinn gesehen, weil ich mich dafür eigentlich nicht interessiert habe. Und habe das Studium dann auch nicht abgeschlossen, sondern bin wieder zurück in Job und habe mir dann überlegt, okay, das Studium, das war es jetzt nicht, was gibt es denn für Alternativen? Und habe dann eben die Trainerinnenausbildung bei der IHK gemacht und während dieser Ausbildung gemerkt, okay, ich möchte gerne fundierte pädagogische Grundausbildung haben. Also ich möchte nicht als Quereinsteigerin irgendwie einsteigen, sondern wenn ich es mache, dann eben richtig. Und so bin ich dann zum Studium der Erziehungswissenschaften gekommen und bin hier sehr glücklich. Vielen Dank. Das war ja jetzt eine sehr lebhafte Darstellung. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie Ihr Weg abgelaufen ist. Vielleicht nochmal eine Nachfrage zu der Trainerausbildung. Können Sie dazu nochmal etwas detaillierter etwas sagen? Gerne. Also die Trainerinnenausbildung habe ich bei der IHK Darmstadt absolviert und die ging so ungefähr ein halbes Jahr. Es war eine berufsbegleitende Weiterbildung und hat daher immer in Blockform am Wochenende stattgefunden. Also einmal im Monat hatten wir so einen Block und ich wurde vor allem darin ausgebildet, dass ich methodisch Seminare und Workshops halten kann und da einfach auch viel Handwerkszeug mit bekomme und so ein Gefühl und so ein Gespür dafür entwickle, was macht eigentlich ein gutes Seminar aus oder was macht einen guten Workshop aus und dass ich halt auch dann als Trainerin eben arbeiten kann. Und da wurden dann solche Tools, dass man so auch einen Werkzeugkoffer hatte, mit dem man dann auch praktisch tätig sein konnte.
Genau, also wir haben natürlich auch ein paar pädagogische Grundthemen abgearbeitet, wie Menschen lernen. Wir haben ganz viel auch über Kommunikation gemacht, da verschiedene Kommunikationsmodelle, aber auch viel über die Methodik und die Didaktik. Und eine Sache, die ich für mich mitnehmen kann, ist vor allem die Rhythmisierung. Also dass die Rhythmisierung in einem Seminar oder in einem Workshop entscheidend ist für den Verlauf. Und das ist etwas, was ich heute noch sehr erfolgreich anwende oder wo ich heute einfach weiß, dass ich ganz, ganz viel davon mitgenommen habe und das mir sehr, sehr viel auch gebracht hat. Plus natürlich auch die Kontakte, die sich innerhalb dieser Weiterbildung ergeben haben. Ja. Sie hatten, als wir unser Vorgespräch geführt haben, auch erwähnt, dass Sie auch schon beim Roten Kreuz tätig sind. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen. Also ich arbeite bei Volunta, das ist eine Tochterfirma vom Deutschen Roten Kreuz und die beschäftigt sich mit den Freiwilligendiensten. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, eine Institution wie das Deutsche Rote Kreuz deutschlandweit, die haben viele, viele tausende Freiwilligendienstleistende und auch in Hessen sehr, sehr viele Menschen, die einen Freiwilligendienst absolvieren. Und das wird eben innerhalb dieser Tochterfirma komplett geregelt. Und bei einem Freiwilligendienst ist es so, dass die jungen Menschen eben auch Seminare haben, die einmal zur persönlichen Weiterentwicklung dienen, aber auch, die sich thematisch mit Themen beschäftigen, die in der Einsatzstelle auftreten können. Und da arbeite ich als Seminarleitung und habe zwei Gruppen von Freiwilligen, auch in zwei komplett konträren Bereichen. Also ich habe einmal eine Gruppe, die im allgemeinen sozialen Dienst ihren Freiwilligendienst absolviert. Und dann auch im Bereich Kinder- und Jugendhilfe in der Schule, von der Grundschule bis zum Jugendalter. Und genau, das ist meine aktuelle Tätigkeit und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Also Ihre frühere Tätigkeit, also da, wo Sie sozusagen dann auch Ihre Berufsausbildung genossen haben, also jetzt im Gastrogewerbe und die pädagogische Tätigkeit, hat ja sozusagen als kleinste gemeinsame Schnittmenge so den Punkt, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist ja dann also auch dieses grundlegende Motiv, was viele dann auch im erziehungswissenschaftlichen Studium auch äußern. Mich würde mal interessieren, wie würden Sie das spezifizieren? Also wie kann man das oder wie würden Sie das für sich selbst dann auch interpretieren? Was heißt das eigentlich? Ich arbeite gerne mit Menschen. Und wo ist der Unterschied zwischen einer personenbezogenen Dienstleistung im Gastro? Gewerbe und einer pädagogischen Dienstleistung unter Maßgabe von Professionalität im pädagogischen Bereich. Also das mit Menschen zusammenarbeiten, bei mir glaube ich daher, dass ich schon sehr, sehr offener Mensch bin und einfach auch gerne unter Menschen bin, weil ich finde, dass man von Menschen ganz, ganz viel lernen kann, auch untereinander und da auch ganz, ganz viel spannende und interessante Dinge erfährt und vielleicht auch, dass wir irgendwo alle gleich sind. Das ist jetzt sehr generalisiert, aber dass es doch immer wieder auch mal Überschneidungspunkte gibt. Und das hat mir schon immer sehr, sehr viel Freude bereitet, die Begegnung mit Menschen und einfach etwas über andere Menschen zu erfahren. Und auch mein Wissen oder mein Horizont so ein bisschen zu erweitern. Und in der Gastro war es so oder in meiner Zeit im Hotel auch, dass ich als Person immer nur als Dienstleisterin gesehen wurde oder sehr oft, was ich natürlich auch war, aber es war halt immer auch mit sehr wenig Respekt verbunden gegenüber mir und meiner Person und dem Job, den ich eben ausübe. Also ich habe auch am Front Office gearbeitet und es gab da ganz, ganz viele Menschen, die eben beim Check-in sehr freundlich waren, aber es gab auch genauso viele Menschen, die sehr, sehr unfreundlich waren, die sehr, sehr garstig waren, die mich teilweise auch angeschrien haben für Dinge, die ich einfach nicht kontrollieren konnte oder für die ich nichts konnte. Und da wurde halt sehr, sehr viel auf mich als Person eben abgewälzt. Und ich habe unglaublich viel über Menschen erfahren und habe eine ganz, ganz gute Menschenkenntnis dadurch entwickelt und war halt auch immer sehr traurig darüber. Und ich fand es sehr schade, dass ich mit meinem Job so stark verknüpft worden bin und dass man halt einfach nur gesehen hat, okay, die Person ist jetzt dafür verantwortlich, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist, aber wir auch eben nicht zaubern können und manchmal kommt es eben so. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel Frust und auch Negatives erfahren. Und jetzt in meinem Job als Seminarleitung ist es komplett gegenüberliegend, dass ich halt einfach ja irgendwo so das zu mir aufgesehen wird, ne? Dass ich mit den Jugendlichen halt gemeinsam Dinge erarbeite, aber da auch die Erfahrung mitbringe oder auch einfach die Menschen anleite und den Weg mit denen gemeinsam zu gehen. Und da sind natürlich immer mal wieder so, oh, ich habe keinen Bock auf Seminare, ne? Das ist so dieses, was glaube ich auch mit dem Alter so ein bisschen zusammenhängt,
Aber es ist mir noch nicht passiert, dass ich irgendwie unfreundlich behandelt worden bin, sondern mir wird immer sehr, sehr viel Respekt gegenübergebracht als die Person, die ich bin und den Job, den ich ausübe. Und im Bereich der Erwachsenenbildung, dem Bereich, den Sie ja auch anstreben, ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zu der Berufsschule, jetzt im Bereich der Wirtschaftspädagogik, weil es da sozusagen auch egalitärer zugeht. Und die Leute, die zu Ihnen kommen im Bereich der Erwachsenenbildung, tun es ja in der Regel zumindest freiwillig. Sehen Sie da auch einen Unterschied? Auf jeden Fall. Also es ist ja auch was, wo ich mich dann nicht wohlgefühlt habe in der Institution Schule, weil da auch eben alles sehr, sehr direktiv ist und alles sehr starr geregelt ist. Und jetzt in der Erwachsenenweiterbildung oder im Bereich der Erwachsenenbildung ist es eben so, dass es sehr, sehr viel freier ist und dass ich als Person auch in der Gestaltung von meinen Seminaren oder den Sachen, die ich als Trainerin eben anbiete, sehr, sehr viel freier agieren kann und sehr, sehr viel flexibler bin und keinen Lehrplan habe, an den ich mich strikt halten muss, bei dem mir am Ende, wie man so schön sagt, strikt draus gedreht werden kann, wenn ich eben gewisse Themen nicht behandle. Und also ich habe auch eine freiwillige Hospitation in der Berufsschule gemacht, weil ich für mich auch einfach gucken wollte, okay, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Und habe da auch sehr, sehr viel Frust mitbekommen von den SchülerInnen und auch sehr viel Verzweiflung und sehr viel Resignation, weil gerade berufliche Schulen ja auch nochmal ein anderes Bild eben abdecken. Und da auch so Sätze fielen, ja, ich bin hier nur hier, damit meine Eltern Kindergeld bekommen. Also da überhaupt keine intrinsische Motivation oder nur sehr wenig intrinsische Motivation von den einzelnen Schülerinnen ist, wohingegen das ja im Bereich der Erwachsenenbildung eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation ist. Also wenn sich jemand entschließt, okay, ich möchte mich in einem fortgeschrittenen Alter weiterbilden, weil ich einfach Lust darauf habe, weil es mich interessiert, dann ist ja da einfach eine ganz, ganz andere intrinsische Motivation gegeben und dann wird es auch meiner Meinung nach viel ernster genommen oder auch viel wahrhaftiger so aufgenommen. Also dieser emphatische Bezug, also jetzt in Richtung auch ja, Menschen kennenzulernen, den Kontakt mit Menschen zu pflegen, das ist ja eine interessante Sache, weil das ja auch quasi das Komplementäre ist zu dem, was Sie gesagt haben, ich vermittle auch gerne Wissen an andere. Und ich habe aber auch quasi Bock darauf, auch Menschen kennenzulernen. Das war ja eine wichtige Motivation, so habe ich sie jedenfalls verstanden. Wird das denn auch eingelöst jetzt in der praktischen Tätigkeit, in der Sie jetzt stehen, also im Freiwilligendienst? Ist das so, dass Sie dann diese jungen Leute auch tatsächlich kennenlernen? Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja auch relativ eng miteinander. Wir haben in der Regel immer Wochenseminare zusammen. Das heißt, ich bin von Montag bis Freitag mit einer Seminargruppe aktuell noch im Online-Raum zusammen, aber sonst auch persönlich vor Ort in den Jugendherbergen. Und dadurch, dass ich zwei Gruppen habe, habe ich so knapp 45 junge Menschen, die ich jetzt über ein Jahr lang begleiten darf und über die ich so ein bisschen was erfahre. Und das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was die Menschen für Motivation mitbringen, einen Freiwilligendienst zu machen und was sie so sind, was sie mitbringen, wie sie aufgestellt sind. Und vor allem auch innerhalb der beiden Gruppen ist eine ganz, ganz große Varianz auch da, weil die so komplett unterschiedlich sind. Und das ist für mich halt auch so spannend, da so auch ein bisschen vielleicht Überschneidungen zu sehen oder so Gemeinsamkeiten. Und ich freue mich einfach, mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten und darf auch ganz, ganz viel von ihnen eben lernen, so gerade was meine Tätigkeit als Seminarleitung betrifft und wo ich mich halt noch entwickeln kann, wenn zum Beispiel auch was unklar ist, weil dadurch, dass ich ja noch direkt im Studium bin und ich ja sehr, sehr viele Sachen sehr wissenschaftlich lerne und dann ist so mein Transfer, wie bringe ich das jetzt den jungen Menschen Nähe oder wie bringe ich es bei, ohne mich jetzt in so einem Fachjargon zu verlieren, ja, was ja. Die dann natürlich auch überfordert. Ja, ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr interessant, also dass sozusagen also auch so eine Art Wechselseitigkeit da ist, jetzt in einem freiwilligen Arbeitskontrakt, dass man sozusagen jetzt nicht nur was gibt als Pädagoge, also wenn man etwas vermittelt, gibt man ja auch gleichzeitig was, sondern dass man auch etwas bekommt. Also so wie Sie es dargestellt haben. Unser Format heißt ja Dialog Erwachsenenbildung und ich habe in den letzten Interviews immer versucht, auch gerade bei den Politikern beispielsweise, diese zu bitten, doch auch mal Bezug zu nehmen
und diesen Dialogcharakter auch ernst zu nehmen auf die bereits vorhandenen Interviews. Und ich bin da oft auch gescheitert. Ich versuche es jetzt mal bei Ihnen. Ich hoffe, dass ich da nicht scheitere. Haben Sie ein oder zwei Interviews, die Sie irgendwie ja, interessiert haben und wo Sie angeregt worden sind, dazu was zu sagen? Also von denen, die eben schon vorliegen. Also ich habe mir die Videos von meinen Kommilitoninnen angeschaut, weil ich einfach sehr, sehr neugierig war, was andere Menschen so in meiner Situation oder das mir sehr, sehr ähnlich ist, für einen Weg einschlagen. Und habe mir dann noch zwei Videos angeschaut aus der Reihe mit den Praktikerinnen aus der Erwachsenenbildung und kann da gerne einmal Bezug nehmen auf das Video mit den Personen, die alle im Kontext der VHS tätig sind. Und ich finde, Herr Hösser hat einen ganz spannenden Satz gesagt in seinem Video, dass Bildung eben nicht an den Geldbeutel geknüpft sein darf. Und das ist bei mir sehr, sehr auch in Resonanz gegangen, weil ich mich persönlich auch sehr, sehr für Bildungsungleichheit interessiere und mich halt auch frage, wie kann man Bildungsgleichheit eben herstellen? Und fand generell diese Diskussion mit den Vertreterinnen, die alle in diesem Kontext der VHS tätig sind, sehr, sehr interessant und habe auch Frau Geier als sehr, sehr motivierende Person wahrgenommen, die ja sehr voranstößt und sagt, okay, dann machen wir eine Sozialkasse und dann machen wir das und dann machen wir das und als Gruppe können wir so viel mehr eben aufbauen. Mhm. Und persönlich hat es mich interessiert, weil ich im familiären Bekanntenkreis eine Person habe, die Leiterin der VHS war hier in der Stadt, in der ich lebe. Und ich natürlich auch immer die Möglichkeit dadurch habe, bei der VHS arbeiten zu können, mich das aber immer so ein bisschen abgehalten hat, weil ich glaube, die VHS nicht ganz so die Institution ist, in der ich mich wohlfühle. Und das hat mir dieses Gespräch auch nochmal ein bisschen gezeigt, dass teilweise halt auch innerhalb der VHS sehr, sehr viele starre Strukturen auch sind, dass alles noch ein bisschen altertümlich ist, so agiles Arbeiten und Dinge, die so meine Generation oder meine Arbeitsweise jetzt prägen, da eher so ein bisschen rückständig sind. Und ich fand auch den Vergleich mit den Gehältern oder mit den Stundenlöhnen von HandwerkerInnen sehr, sehr interessant und dachte mir so, das stimmt, ne? Als Elektriker oder als Elektrikerin, als TischlerIn, wie auch immer, kann man durchaus Stundenlöhne von 50, 60 Euro verlangen für eine Arbeitsstunde. Und wir Menschen, die eben im Bereich Training, Weiterbildung tätig sind, wir kriegen dann ja 25 Euro und dann gucken wir mal und 25 Euro mag jetzt viel klingen, aber die Arbeit, die wir dann investieren in so Seminare oder Trainings, das fällt ja nicht vom Himmel und es ist ja nicht nur die Zeit, die wir wirklich aktiv vor den Menschen auch stehen, sondern die Vor- und die Nachbereitung und ich persönlich muss sagen, die Nachbereitung mit dem ganzen Bürokratischen, die Listen, das zehrt mir wirklich die meiste Energie, weil es sehr, sehr bürokratisch eben ist und da viel gemacht werden muss und ich da definitiv auch mehr die Praktikerin bin. Und worüber ich nicht nachgedacht habe, was auch durch Sie so ein bisschen ein Impuls war, war, dass bald kein Nachwuchs mehr da ist, ne? Und dass viele Menschen, die in der VHS arbeiten, eben schon im Rentenalter sind und es teilweise auch machen müssen. Und die jungen Menschen, die vielleicht auch gerade aus der Universität kommen oder die noch so Mitte 20, Anfang 30 sind, die versuchen, die schauen sich das dann mal an, aber gehen dann halt auch relativ schnell wieder. Und daher glaube ich, dass dieses verstaubte Image, was die VHS teilweise hat in manchen Kommunen noch, dass das auf jeden Fall auch dazu beiträgt, dass eben wenig Menschen so in meiner Altersklasse sich dazu entscheiden, aktiv bei der VHS eben als Dozentin tätig zu werden. Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass sich da einige aus dem Volkshochschulbereich das vielleicht anhören, was Sie dazu zu sagen haben. Also mich würde einfach mal interessieren, wird das eigentlich jetzt bei Ihnen im Rahmen Ihres Bachelorstudiums auch thematisiert? Also als ich jetzt noch aktiver Hochschullehrer war, hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, also dass viele Studierende glauben, also dass sie dann, wenn sie mit dem Studium fertig sind, also sehr stark, also auch auf diese Schiene des als Lehrende sozusagen festgelegt werden und auch gar nicht so ganz verstehen, dass die eigentliche Ausbildung und das so, wie die Universität das eigentlich vorsieht, mehr also in den makrodidaktischen, dem Planen, dem Management Teil gehen. Und der zweite Teil der Frage geht in die Richtung, ist denn
den Studierenden eigentlich klar, dass es riesengroße Verdienstdifferenzen gibt zwischen dem eher armen Bereich der Volkshochschule, wo man, wie Sie eben gesagt haben, sagen wir mal 60, 70 Euro pro anderthalb Stunden bekommt und den anderen Bereich, also der betriebliche Weiterbildung oder auch andere Segmente, wo man eben auch Tagessätze von 1.200 Euro bekommt. Ist das den Studierenden eigentlich klar, also wie unterschiedlich das auch ist? Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sie haben einmal, dass Sie gerne wissen möchten, wie mein Studium mich so drauf vorbereitet oder was in meinem Studium so vereinbart ist und oder auf welche Seminare ich so stoße und dann, ob das überhaupt klar ist, was die Verdienstmöglichkeiten so sind. Okay, also zu dem, was ich im Studium vermittelt bekomme. Letztes Semester gab es tatsächlich eine Veranstaltung innerhalb eines Moduls, in der man sich mit der Seminarplanung so ein bisschen beschäftigt hat, das auch unter Schlüsselqualifikationen fällt. Also da ist schon vereinzelt ein Angebot da. Aber generell ist das Studium der Erziehungswissenschaft, wie auch schon im Namen gesagt wird, eine Wissenschaft. Ja, wir werden sehr, sehr wissenschaftlich eben ausgebildet. Allein die Forschungsmethoden haben ja fast 30 Credit Points in unserem Studium, was ich persönlich sehr cool finde, aber was dann bei vielen auch so ein bisschen auf Ablehnung stößt. Und Erziehungswissenschaften ist eben nicht so praktisch, sondern eben mehr theoretisch. Das hat der Deckermann ja auch schon sehr schön in seinem Video wiedergegeben. Und da ist halt immer die Sache, so was mache ich draus. Ne? Und wenn ich für mich, glaube ich, entschieden hätte, okay, ich möchte viel, viel praktischer ausgebildet werden im Studium, dann ist vielleicht soziale Arbeit oder auch Sozialpädagogik der bessere Weg für diese Möglichkeit, weil in Frankfurt eben das wissenschaftliche Profil eben sehr, sehr hoch ist. Und ich persönlich mag das sehr, weil ich halt auf einer ganz anderen Ebene die Dinge eben lerne oder halt alles wissenschaftlich begründen kann und mich da auch sehr in den Forschungsmethoden eben zu Hause fühle, weil es gibt zu allem, also zu vielen Sachen eine empirische Forschung und man kann das alles ganz gut begründen, aber ich verstehe halt auch die Menschen, die dann mit einem Bachelorabschluss sagen, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich gelernt? So, ne? Also ich kann jetzt ganz, ganz viel wiedergeben, aber was habe ich wirklich nachhaltig gelernt? Was hilft mir was in der Praxis? Und da kann ich einfach nur empfehlen, so früh wie möglich auch in die Praxis zu gehen und sich auch außerhalb des universitären Studiums weiterzubilden, weil das universitäre Studium ist nicht alles. So, es ist ein Grundstein, aber der braucht halt noch Erweiterung. So. Und das kann einmal halt auch durch das Masterstudium sein, aber ich finde, da muss schon viel, viel früher angesetzt werden. Und aber wenn ich mal so Stellenanzeigen lese, ist ja dann auch, es reicht nicht nur ein Studium, sondern da wird halt dann auch Erfahrung im Bereich Personalentwicklung, Change Management, Organisationsentwicklung gefordert und auch zusätzliche Ausbildungen wie so eine Trainerin oder eine Coach-Ausbildung. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen sich so bewusst sind, dass es da so unterschiedliche Gehaltsklassen gibt, die mit, wenn man einen Bachelorabschluss vielleicht dann einsteigen möchte und dann ist die VHS meist, glaube ich, so der kürzeste Weg oder auch andere Bildungsträger. Aber dass ich wirklich, wenn ich im wirtschaftlichen Kontext unterwegs bin, als Organisationsentwicklerin, als Personalentwicklerin, dass ich da wirklich ganz, ganz andere Tagessätze eben auch verlangen kann, als wie jetzt bei der VHS 25 Euro für eine Unterrichtsstunde. Ja. Ja, das ist die Realität. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch das Ambivalente an der Universität, dass sie das Privileg hat, auch ein Stück weit in Distanz zur Praxis zu gehen und gerade in der Distanz zur Praxis eben auch bestimmte Dinge auch ganz anders durchdenken und betrachten kann, aber dass natürlich diese Distanz dann auch manchmal, also gerade jetzt im Rahmen des Studiums für die Studierenden, manchmal auch durchaus negative Aspekte hat. Das ist ja, es ist eben, ja, es sind eben zwei Seiten. Hm. Vielleicht können Sie nochmal, ich glaube, es ist erst im zweiten Semester, ne? Ja, genau, ich bin noch ganz frisch quasi. Es ist ja, vielleicht, obwohl Sie jetzt ganz frisch an der Universität sind, vielleicht können Sie nochmal so anhand so von ein, zwei Veranstaltungen sagen, was Sie da wirklich ganz konkret auch fasziniert hat und was Sie toll fanden an der Universität.
Also jetzt konkret im Studium bei Ja. uns in Frankfurt in der Erziehungswissenschaft ist einfach so, dass es unglaublich vielfältig aufgestellt ist von den Seminaren und ich die Personen, die als Lehrende arbeiten, eben als sehr, sehr motiviert auch empfinde und dass wir auch viele externe Lehraufträge oder externe Lehrbeauftragte haben und die wirklich Lust haben, dieses Thema eben rüberzubringen und zu vermitteln und auch viel aus der Praxis eben uns mitgeben können. Und vor allem auch die Nähe zu den dozierenden Personen, also dass, wenn ich eine E-Mail schreibe, die beantwortet wird, dass es Sprechstundentermine gibt und dass man sich halt auch vielleicht mal meinen Namen merkt und sagt, ach, Sie sind doch Frau Wolf und dass da halt einfach so eine ganz andere, vielleicht auch Intimität da ist, ne? Dass ich nicht einfach eine Nummer bin, nicht nur meine Matrikelnummer, sondern dass ich halt auch einfach als Person wahrgenommen werde, das einmal so ganz allgemein. Man gegrüßt wird, wenn der Dozent oder die Dozentin einen wiedererkennt. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich habe das an dem anderen Fachbereich halt ganz, ganz anders erlebt. Da war ich einfach nur eine Matrikelnummer. Und so ist halt viel mehr Nähe da, was dann sich auch in dem Lehrangebot, finde ich, widerspiegelt. Und ich hatte im ersten Semester ein Seminar so Bildung im digitalen Zeitalter. Und da habe ich für mich ganz, ganz viel auch über künstliche Intelligenz, Big Data und so das Lernen der Zukunft mitnehmen können. Ein Thema, mit dem ich mich vermutlich freiwillig nie so auseinandergesetzt hätte. Und wo ich jetzt aber merke, okay, humanoide Roboter und so, das ist was, was mich interessiert und was ich auch jetzt von der Entwicklung her weiterverfolge. Und dann jetzt ganz aktuell noch, in diesem Semester habe ich ein Seminar belegt zu Bildung unter Lebensgefahr und wir haben das Tagebuch der Anne Frank behandelt. Und das ist auch etwas, was ich bisher noch nicht behandelt habe oder mit dem ich mich näher auseinandergesetzt habe. Und ich durfte einfach für mich so unglaublich viel lernen und mitnehmen aus diesem doch sehr intensiven Seminar. Schreibe dazu jetzt auch meine Hausarbeit und bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich solche Möglichkeiten habe, mich so vielfältig aufstellen zu können. Und wenn Sie jetzt überlegen, digitale Bildung und Anne Frank, das ist ja komplett diametral, also da liegt ja ganz, ganz viel dazwischen. Und genau das macht es für mich eben so spannend, ja, dass ich einfach sehe, okay, wow, das ist was, da habe ich Bock drauf und das möchte ich gerne lernen oder mich näher damit auseinandersetzen. Und das sehe ich auf jeden Fall als Vorteil bei uns an, dass auch die Möglichkeit gegeben wird, dass man sich eben ganz individuell aufstellen kann und die Themen eben auch ganz individuell vertiefen kann. Ja, das ist ein großer, ja, man kann das sagen, ein großer Blumenstrauß. Und aus diesem Blumenstrauß kann man eben auch ganz interessante, ja, Stücke, Blumen, einzelne Pflanzen sozusagen auch auswählen. Aber gleichzeitig wird man auch manchmal in den Veranstaltungen auch auf etwas gestoßen, was man vorher noch gar nicht so auf dem Bildschirm hatte. Also dass sie quasi Impulse bekommen, die erst durch das Seminar zustande gekommen, also durch die Veranstaltung zustande gekommen sind. Ja, ja, wo Sie jetzt so ganz begeistert von dem Leben an der Universität, und das ist schon fast etwas paradox, weil wir ja auch in der Pandemie sind, aber das zeigt eben, dass es eben trotzdem noch sowas wie eine Normalität dann auch des universitären Lehrbetriebs gegeben hat. Wenn Sie das so vergleichen, also das Leben an der Universität und im Studium mit Ihrem früheren Leben in der Arbeitswelt, wie würden Sie diese Differenz beschreiben? Riesig. Also gefühlt habe ich als Studentin so viel Zeit, obwohl ich ja auch sehr, sehr viel arbeite. Also man muss schon sagen, ich nehme meinen Job sehr, sehr ernst und ich arbeite viel, aber ich nehme auch mein Studium ernst und habe aber trotzdem so viel mehr Zeit als vor allem zu meiner Zeit im Hotel oder auch in der Gastronomie, wo ich ja viel Wechselschichten auch hatte, wo ich meistens 10 Tage auch am Stück gearbeitet habe und gefühlt gar kein Leben mehr hatte, außer Arbeit und Schlafen. Und jetzt als Person, die studiert, habe ich einfach so viel mehr Zeit, die ich dann versuche natürlich auch möglichst sinnvoll eben zu nutzen und mir dessen auch bewusst zu sein, was für ein Luxus das eigentlich ist. Und da halt auch einfach nicht so eine starre Regelung habe. Ne? Ich kann einen Tag, stehe ich ein bisschen früher auf, am anderen ein bisschen später, weil ich dann erst später ein Seminar habe und genieße diese Flexibilität sehr und dass ich eben nicht jeden Morgen um 8 Uhr irgendwo sein muss, sondern dass ich halt auch mal sagen kann, nee, heute komme ich erst um 10 in die Uni. Und ja, das kommt mir sehr gelegen. Ja. Ja, vielleicht auch nochmal so als Kontrast, welche
Welche Anteile oder welche negativen Erfahrungen haben Sie denn an der Universität gemacht? Negative Erfahrungen jetzt so persönlich halten sich eher gering und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Was ich aber so ein bisschen zu bemängeln habe und das weiß ich halt auch so aus erster Hand dadurch, dass ich ja auch in der Fachschaft sehr aktiv bin und auch in dem einen oder anderen Gremium eben als studentische Vertretung sitze, dass eben die Finanzierung unseres Fachbereichs immer wieder so ein Thema ist und dass manche Stellen auch nicht besetzt werden können und dass aber ein sehr hohes Engagement an unserem Fachbereich ist, aber die Lehrenden und die Dozierenden eben auch an ihre Grenzen stoßen. Und ja, ich würde mir da einfach wünschen, dass das eine andere Aufmerksamkeit bekommt und dass halt auch Gelder weniger, also mit weniger Hürden eben zur Verfügung gestellt werden, dass halt auch einfach das Präsidium sieht, okay, da ist wirklich ein Bedarf eben da und dass man nicht über jede Veranstaltung irgendwie so viel diskutieren muss, ob sie finanziert wird oder nicht. Das ist sowas, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich denke, eine gute und fundierte Ausbildung ist für uns angehende Erziehungswissenschaftlerinnen essentiell. Die Corona-Krise hat uns, glaube ich, allen gezeigt, wie wichtig auch gut ausgebildetes Personal, pädagogisches Personal ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass unser Fachbereich einen anderen Stellenwert eben bekommt, wenn es um die Finanzierung geht. Das einmal so ganz allgemein gehalten. Und persönlich finde ich es sehr schade, dass wir bei den Bezugswissenschaften, also Soziologie und Psychologie, vor allem im Bereich der pädagogischen Psychologie, nur relativ wenig Veranstaltungen wählen können. Und ich hatte jetzt auch dieses Semester die Erfahrung, dass meine Teilnahme an einer Veranstaltung einfach storniert wurde. Also ich war zugelassen und dann wurde sie storniert. Und das finde ich einfach nicht schön, weil ich denke, dass die pädagogische Psychologie auch einen sehr, sehr großen Anteil hat an dem Studium der Erziehungswissenschaften und dass vom Fachbereich der Psychologie dann eben nur so wenig Angebot da ist und diese Seminare auch dann meistens überfüllt sind und da gar nicht so eine Lernatmosphäre auch entstehen kann, finde ich sehr, sehr schade und würde mir auch da wünschen, dass vielleicht auch der Fachbereich den Nutzen erkennt, den wir ErziehungswissenschaftlerInnen daraus ziehen, wenn wir eben auch im psychologischen Bereich nochmal anders oder umfangreicher ausgebildet werden können. Ja, ich denke, das ist auch, da sind Sie an dem richtigen Ort quasi in der Fachschaft, weil das sozusagen auch die Stellschraube ist, wo man tatsächlich auch praktisch was bewirken kann. Und ich denke, dass es da viele, viele Beispiele auch in der Vergangenheit gab, wo die Fachschaft durch stetiges Bohren, ja, also dann auch ja, ihr Ziel auch erreichen konnte. Zumindest, also ob das jetzt in Frankfurt immer so war, aber da gibt es also viele, viele Beispiele auch im Bundesgebiet, dass konstruktive Mitarbeit als Studentinnenvertreter dann auch, ja, dann auch tatsächlich auch zum Ziel führt. Ja. Und vor allem auch gewünscht ist. So, also die Erfahrung. Ja, genau. Ja, natürlich suchen auch die Gremien und die Ausschüsse auch immer Vertreter aus der Fachschaft und sind ja auch auf die Mitarbeit der Fachschaft auch angewiesen, weil ja das ja auch nach demokratischen Prinzipien ja vollzogen wird, die Leitung einer Universität und die entsprechenden Organe. Ja, vielleicht noch eine Frage, was die ganz weit in der Zukunft liegt. Also wie stellen Sie sich denn jetzt den idealen Arbeitsplatz, die idealen Arbeitsbedingungen später, wenn Sie mal in der Praxis der Weiterbildung, der Erwachsenenbildung tätig sind, wie stellen Sie sich das vor? Also ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr schwer vorstellen, nochmal in so ein Angestelltenverhältnis reinzugehen, dass ich wieder eigentlich Vollzeit angestellt bin, kann ich mir aktuell nicht mehr vorstellen und plane deshalb so eigentlich nach meinem Studium komplett in einer freiberuflichen, selbstständigen Tätigkeit eben zu arbeiten und möchte mein Studium dafür noch nutzen, um möglichst viel auch Erfahrung sammeln zu können in dem Bereich. Ich finde zum Beispiel auch Organisationsentwicklung ganz, ganz spannend, vor allem aus pädagogischer Sichtweise, was ja jetzt nicht nur so ein Change-Management-Prozess ist, sondern wo wirklich auch sehr viel pädagogisch eben funktioniert mit den Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Und da würde ich gerne nochmal reinschnuppern, beziehungsweise da auch mehr Erfahrung sammeln können. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass ich in verschiedenen Bereichen dann tätig bin als Trainerin oder als Seminarleitung und da auch so meine persönlichen Interessen durch meinen Job ganz gut abdecken kann. Ne? Dass ich halt vielleicht einmal so Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und auch eher was auch mit Kindern und Jugendlichen mache. So. Okay.
Ja, dann kann man sich nur wünschen, dass sie mit diesen Plänen dann auch erfolgreich sind. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger. Ich habe das auch immer versucht zu vertreten, also gerade diesen Bereich, den Sie jetzt angesprochen haben. Das geht ja dann auch in Qualitätsentwicklung, Organisationsentwicklung, Personalwesen. Und gerade jetzt in Absolventen in Frankfurt haben den Weg, den Sie jetzt anvisieren, dann auch erfolgreich auch beschritten. Also das ist etwas sehr Realistisches, was Sie da anstreben und keineswegs ja, eine eher bizarre Vorstellung, sondern eben wirklich eine realistische und eine belastbare Vorstellung. Ja, Frau Wolf, wir kommen so langsam an das Ende des Interviews. Gibt es von Ihrer Seite noch einen Punkt, den Sie gerne loswerden wollen? Ich glaube, ich möchte einfach nur noch mal, auch wenn jetzt Studierende das Video schauen, darauf hinweisen, dass es eben nicht nur den elementarpädagogischen Bereich gibt und auch nicht nur den sozialpädagogischen, sondern auch noch ganz, ganz viel mehr. Und die Praktika und die Zeit des Studiums wirklich dafür zu nutzen, zu schauen, okay, wo möchte ich eigentlich hin und was gibt es für Alternativen zu der klassischen Kita? Weil ich denke, dass viel mehr Menschen das Potenzial haben, auch in Bereichen wie der Weiterbildung zu arbeiten, aber das halt auch ein Bereich ist, der vielen nicht so zugänglich ist. Und da möchte ich einfach nur noch mal ermutigen oder so den Appell an Menschen, die noch im Studium sind, nutzt die Zeit, macht ganz viel auch oder so viel ihr könnt nebenbei, schaut euch andere Bereiche an und geht nicht unbedingt in den erstbesten Bereich oder geht nicht unbedingt in die Kita, weil das am naheliegendsten ist, sondern nutzt dieses Studium und um euch möglichst breit aufstellen zu können. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Wolf, und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön für Sie auch, Herr Little.